Da, also ich weiß nicht, ob man Hitler so diffamieren darf, ihn mit Julia Engelmann zu vergleichen, das fände ich jetzt ein bisschen hart. Auf dem Kackekissen. Auf dem Kackekissen, ja, wenn man hier drankommt, ist es dann halt ein bisschen isolierter, weißt du. Passt zur heutigen Ausgabe, finde ich, das Kack. Symbol. Das stimmt, das passt ausgezeichnet zum heutigen Hörerwunsch. Dino, du bist einfach brillant darin, einen Cold Opener zu machen. Gelegentlich. Das Mikrofon steht nämlich auf einem Kissen, das geformt ist wie ein riesiger Kackhaufen. Und genau das werden wir heute in Audioform gepresst in eure Gehörgänge einpflegen. Denn es geht um Österreich. Das schönste Land in Österreich. Genau. Kann man so sagen. Und wir dachten uns, weil der Hörerwunsch schon so lange her ist, ja, wir euch warten lassen haben wir uns gedacht, wir haben noch einen Special Guest eingeladen, einen Österreich-Experten, würde ich sagen. Kündet ihr das mal bitte nicht so an. Das ist ganz falsch hier. Warst du dort schon mal? Vielleicht mal durchgefahren. Aha, aber reicht. Reicht. Experten müssen nicht da gewesen sein. Ich meine, ein Arzt hat ja auch nicht schon selbst Krebs gehabt meistens. Stimmt, ja. So. Das ist eine wasserdichte Argumentation, da kann man nichts dagegen halten. Bevor wir uns vorstellen, unser heutiger Gast ist Österreich-Experte Mio, willkommen. Guten Tag. Schön. Ja, und links neben mir sitzt der Nicht-Österreich-Nicht-Experte. Ich bin überhaupt gar kein Experte, aber wir haben damals schon die Schweiz so gut zerrissen, da kriegen wir das heute mit Österreich auch hin. Warst du mal in Österreich? Nee, aber ich würde tatsächlich mal, also Wien ist schon auch eine gute Stadt, um mal zu skaten. Aber sehr teuer. Ja, ich weiß, ich bezahle ja nichts, weißt du. Also, ich klaue jetzt nicht, ich sag nur. Ich meine, dahin zu kommen. Ja, okay. Und das ist ja auch schon mal ein. Stimmt, wir haben es versucht. Wir wollten ja im August nach Wien fahren. Sogar mit 9-Euro-Ticket. Selbst dann war es mega toll, weil du von Passau dann das ist ein weiter quasi Weg. Nach Wien fahren. Was? Das ist ein weiter Weg. Die haben das sehr schlecht organisiert. Die Österreicher müssten mal Wien einfach näher an Deutschland dran machen. Ja, wird Zeit. Ja. Also selbst von Passau aus nach Wien mit dem Zug fahren, hätte irgendwie dreistellig gekostet. Ne? Das war richtig viel. Das ist hart. Und das dann mal zwei wahrscheinlich hin und zurück. Macht mal was, ÖsterreicherInnen. Und helft uns, Deutsche zu euch zu fahren. Warum denn überhaupt Österreich? Was ist denn ein Öster? Ein Öster? Ja. Was ist das für eine Scheiße? Könnte von Ötzi kommen vielleicht, von dem Ötzi, der auch dort gefunden worden ist. Der dieser auch teilweise, DJ, dieser sehr haarige, der da. Die haben sie damals tot aufgefunden in den Alpen. Danach haben sie ihn wieder off erleben lassen. Wurde zum größten Schlagerstar in Österreich. Mhm. Neben Nick P. Ich habe gerade was Interessanteres entdeckt als Österreich. Mir ist gestern Humus auf den Schuh gefallen. Das ist ja. Es ist immer auf den Boden gefallen, aber ich dachte nicht, dass der Schuh auch was abbekommen hat. Ist das der Pikante von Edeka? Das ist der Pikante tatsächlich. Ah, der ist lecker. Ähnlich pikant das heutige Thema. Rede mal drüber, während ich die Scheiße von meinem Schuh mache. Ich habe nämlich einen Quiz vorbereitet. Es sind 6 Fragen. Und ich dachte mir, die kann ich alle 10 Minuten hier im Podcast einstreuen, um Spannung zu erzeugen. Ach, das wird gar nicht so ein kompaktes Quiz. Würde ich nicht machen. Ich mache es eher so alle 10 Minuten. Weil dafür bin ich hier. Nur für das Quiz? Eigentlich ja. Ah, weil du es so spannend fandest. Das klingt ja ausgezeichnet. Und wir können auch starten mit einem Zitat vom größten österreichischen Musiker. Falco. Ja? Falco. Erstes Quiz, erfolgreich. Der hat sogar Mozart, finde ich, weit übertüncht. Und zwar hat er mal gesagt, das Schönste an der amerikanischen Fahne sind die rot-weiß-roten Streifen. Mhm. Weil die österreichische Fahne auch rot-weiß-rot ist. Ja. Ich habe den Satz nie verstanden, aber ich finde ihn sehr klug. Ah, ja. Was mich zur ersten Frage führen würde, aber es ist keine Falco-Frage. Die erste ist, nicht ablesen. Frage 1. Wer litt bzw. leidet an Laktoseintoleranz? Der Ötzi oder DJ Ötzi? Beide. Na, Moment, das ist bestimmt so eine Fangfrage. Bestimmt. Aber woher will man das wissen beim Ötzi? Hat man aber ich dachte, bei Ötzi hätte man sogar noch so im Magen, also man hätte das sogar noch rekonstruieren können, was er gegessen hat. Aber wenn man dann sagt, ey, da war keine Milch drin, also ist der Laktose intolerant, wäre natürlich auch Quatsch. Milch ist Gift. Das stimmt. Ötzi. Ja, ich sag jetzt Ötzi. Was sagst du? Ich sag beide. Das geht, oder? Du sagst beide. Kann man auch sagen. Überliefert ist es nur vom Ötzi tatsächlich, dass er laktoseintolerant ist. Überliefert? Ja. Also man hat es quasi. Der Volksmund hat wieder irgendeine Scheiße erzählt. Nee, man hat es tatsächlich rausgefunden. Ja, über hat die Scheiße gemacht. Ja. Über so Proben halt. Ja. Wie du gesagt hast, so Magenproben und DNA haben es rausgefunden, der hat Laktoseintoleranz. Also natürlich gibt es nie 100% in der Wissenschaft. Ja, ich bin ja auch skeptisch, was Dinosaurier angeht. Die wird es gegeben haben, aber ich glaube immer noch, dass sie nicht so aussahen, wie man sich das gedacht hat. Naja, weil wie hat man sich das gedacht? Die ist doch mittlerweile. Also mittlerweile weiß man doch, dass die gefedert waren und nicht. Jurassic World. Manche zumindest. Und wir wissen auch nicht, welche Farbe die hatten. Man kann es ungefähr erahnen, aber halt nicht wissen. Deswegen denke ich, viele Dinosaurier, die wir kennen, DinosaurierInnen,
sah nicht so aus, wie sie nicht, ihren, dass das die Gefühle verletzt sind, ja, dieser ausgestorbenen Spezies. Dass sie wieder auferstehen, nur um uns quasi das Gendern zu überstülpen. Ja, dann habe ich direkt auch ein Quiz für dich. Mhm. Ich kann natürlich jetzt nicht für ganz Österreich sprechen, weil mich interessiert nur Cello, die ist die einzige, die ich da kenne. Mhm. Wie sagt sie denn zu dem Ende von einem Stück Brot? Ende vom Brot. Ja, nein. Eine Kante, oder? Eine Kante ist. Na, ja, das sagst so. Du vielleicht. Ach so. Also ich sage übrigens Rämpfchen. Das wurde mir von meiner Mutter so in die Wiege gelegt. Das gute alte Rämpfchen. Nee, was sagen die denn? Leihwand oder? Leihwand? Was ist das denn? Leihwand. Da malt man drauf. Genau, und die Leihwand heißt ja dieses Leihwand. Wenn was schön ist, was spannend ist. Boah, mhm. Vor Leihwand. Wow. Echt? Ja, sagen die. Nein, sie sagen Scherzel. Scherzel. Ein Scherzel. Nehmen das gar nicht ernst, das Ende vom Brot. Ja. Ist nur Scherzel. Das ist ja Scherzel. Was das ist jetzt, oder Schätzel, wie so Schatz. Nee, Scherzel. Und sie hat dazu geschrieben mit schön österreichisch ausgesprochenem L. Scherzel. Das Würgen, was wir Ossis bei in so haben, das haben die halt am Ende. Ja, genau. Ja. Das wusste ich gar nicht. Also ich bin ja auch durch meine Falco-Liebe ja auch sehr in dieses Land reingewachsen, intern irgendwie in meinem Gehirn. Hm. Aber das wusste ich nicht. Tja. Aber Leihwand kannte ich. Und Saubreus. Saubreus. Wobei das auch die Bayern vor allem sagen, aber auch die Österreicher. Hm. Innen. Übrigens, Entschuldigung nochmal an die Personen, die haben wir jetzt noch gar nichts gesagt. Ich weiß auch gerade gar nicht, von wem es war. Fuck, Alter. Ich kann mal nachschauen, ob du es mir geschickt hast. Bestimmt habe ich das mal dazu geschrieben. Es war eine sehr, sehr geile Person. Das weiß ich auf jeden Fall. Die muss geil gewesen sein. Ich bin ja 20 Euro hingeblättert. Nee, also jetzt wirklich, wir haben ja jetzt hier Cold Opener 10 Minuten schon mal Österreich gesprochen. Geiler Typ. Ja. Im Bett. Ein schönes Selfie von heute Morgen. Ja. Ja, wir waren halt wirklich krank. Unterwegs an der Ostsee, unterwegs in Hannover, unterwegs zur Gamescom in Köln. Du warst irgendwie zwischenzeitlich nochmal auf 2 Konzerten oder so. Ja, genau. Hast du mitbekommen? Lass kurz in einem Österreich-Podcast über die Ärzte reden. Die haben da bestimmt auch schon mal ein Konzert gespielt. 80er-Jahre-Konzert. Ja, habt ihr mitbekommen? Ja. Ich habe mir heute die Setlist angeguckt. Ja. Und es sind sehr viele Songs dabei, die ich nicht kenne. Also nur so vom Namen. Aber dafür auch sehr viele Songs, die ich unglaublich gerne mal auf einem Ärztekonzert habe. Na, die vor allem wahrscheinlich noch nie irgendwie gespielt worden. Ja, ja. Wie ihr merkt, sind wir alle 3 Ärztefans. Um den Bogen zu spannen. Ärztereich. Es gibt, Farin Urlaub hat diesen Song Herz verloren. Und den singt er manchmal auf Konzerten in Wienerisch, im Dialekt. Mhm. Ich bin schon wieder dabei, mein Herz zu verlieren. Ist witzig. Okay. Ja. Um den Bogen zu spannen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich sehe gerade, ich habe hier ganz oben noch was stehen, was nur für einen regulären Brennpunkt ist. Ich war gerade sehr verwirrt, was das bedeuten soll, was das mit Österreich zu tun hat. Aber ich kann jetzt den Bogen nochmal spannen. Cello, ja, also die gute Julia, die Freundin vom Sulfang. Stimmt, ein Nosteraffen-Pärchen. Genau, sehr süß. Irgendwann kriegen die bestimmt einen Bubu Bobbins. Und die hat mir einen kleinen Text dazu geschrieben. Ich kann noch was zu den Bundesländern sagen. Die Steiermark ist das grüne Herz von Österreich, sprich Thüringen von Österreich. Ich habe mal einen Song geschrieben, als ich noch so 12, 13 war. Der hieß Girl from Styria. Mädchen aus der Steiermark. Ich weiß gar nicht warum, aber ich fand's cool. Und? Man kommt ja irgendwie. Ich mach keine Musik, keine Ahnung. Na gut. Gibt dort viel Leckeres für Genießer. Tirol hat die krassesten Berge. Zu Tirol muss ich gleich was sagen. Ich habe das ein oder andere Mal bei Lanz und Precht reingehört, ja. Der ist ja völlig besessen von seinem Scheiß Tirol. Ja, kann stimmt. Der auch über was anderes reden? Kommen wir gleich dazu. Wie Freiwild. Ich studiere den ja gerade, weil ich die ja so schizophren darstellen will. Ich hatte jetzt ein bisschen auf Halde die Idee. Mhm. Aber also ist das schon eine Ankündigung, ja, für. Das ist eine Ankündigung. Ankündigungsnoster. Ja. Also ich werde Lanz und Precht quasi gleichzeitig verkörpern. Mhm. Eine Hälfte der, die andere Hälfte der. Ist ja eine Person quasi. Ja, naja. Eigentlich halt nicht mehr so. Ja, aber so anderen, das ist ja interessant, ja. Das ist immer so ein Kreisgewichs bei den beiden. Nicht wie bei uns beiden. Wir streiten auch mal und diskutieren. Hm. Aber die machen immer so zu Kreiswechseln. Ja, also ich habe da ja jetzt ja wie gesagt ein paar Mal reingehört. Ich auch. Also die sind sich auch ganz oft mal ganz, ganz gegensätzlicher Meinung. Habe ich meine Ausgaben nicht gehört. Also das zu Tirol. Kärnten ist ganz nice. Kam aus das nicht auch in einem Ärzte-Song vor? Nee, Kärnten kam vor in einem KIZ-Song, glaube ich. Ich glaube auch in einem Ärzte-Song. Da ging es wie heißt der, Jörg Haider, der ehemalige Neonazi, Politiker, der dann beim Autounfall tragischerweise gestorben ist. Was alle schlimm fanden. Gab es so eine Parodie von so einem, weiß nicht, irgendein Satiriker, der so Hitler-mäßig, heil die Haider, heil die Hitler oder so, irgendwie durch Österreich gelaufen. Nee, der ist so durch Österreich gelaufen. Das war eine ganz große Kontroverse vor 15 Jahren oder so. Ah. Ich muss jetzt trotzdem gucken. Ärzte, vielleicht hatten die das nur mal in einem Song umgewandelt. Also der KIZ-Song heißt Straight Outta Kärnten.
Ich dachte, der Ärztekammer. Arztsuche. Ich bin mir fast sicher, egal, bei Nach uns die Sintflut oder so. Ja, also ich egal. Kenne keinen Ärztesong, wo Kärnten vorkommt. Na, dieses, weißt du, und Dresden und Heilbronn. Ich glaube, dass sie das halt irgendwie ja. in einer Live-Version mal umgeschrieben haben. Egal. Vor. Fans. Lied für dich. Ja. Nee, Kärnten glaube ich nicht. Also, kommt das da nicht sind ja so Songs, wo sie ständig was abändern. Also, es ja. kann schon sein, dass sie da mal. Vorarlberg ist übelst weit weg vom Rest und könnte die Heimat von Heidi gewesen sein. Heidi, ein uralter Anime. Aber gab es die wirklich, die Heidi? Die haben dann ihr so einen Manga. Ja, jede zweite Person ist da ja eine Heidi. Achso, wie Heidi Klum zum Beispiel. Naja, aber diese Bergfrauen da. Stimmt. Salzburg ist gleichzeitig auch eine Stadt mit viel Kultur und im Salzkammergut sind krass viele Seen. Salzburg ist ja auch ihr von Mozart, ne? So eine Stätte. Ist er da nicht geboren? Ich dachte, Mozart ist, muss ich auch nachgoogeln. Ich dachte, Mozart wäre in Salzburg geboren. Hat er wohl auch ein Denkmal auf jeden Aber Fall. Ist das auch immer noch so ein Bundesland, also so Stadtstaatmäßig? Landstaat. Landstadt. Guckst du mich fragend an, was weiß ich. Heißt es nicht Stadtstaat? Wenn dann Stadtstaat wahrscheinlich. Landstadt. Landstadt. Okay. Und Österreicher wieder. Ihr seid doch völlig bescheuert. Ja, Die haben irgendwie auch innerhalb, wann hatte ich das richtig in Erinnerung, von Wien auch so ein separates Ding noch, was aber kein anderes Land anerkennt. Es hat so einen ganz komischen Namen. Wurzelbutzel. Irgendwie sowas. Google das mal gegen, warte. Er ist in Salzburg geboren, Mozart. Wien, Stadt. Der heißt irgendwie Otzelbutzel oder so. Otzelbutzel. Komm, vielleicht habe ich jetzt wirklich nur falsches Wissen in mir. Scheint so. Ey Leute, korrigiert mich. Ich wette, da gibt's so ein Hoppelbobbel. Das heißt so ganz komisch. Doch. Hab nie gehört. Vielleicht war es nicht innerhalb von Wien, aber irgendein Stadtstaat, den irgendwie keiner anerkennt. Und da ist Hoppelbobbel drin. Würde mich nicht wundern. Liebe Grüße an Shellu. Viele Grüße an die Bewohner von Hoppelbobbel. Das heißt irgendwie so, verdammt. Hoppelpoppel? Warte mal, was ist denn das? Der Hoppelpoppel. Das ist ein Wort, tatsächlich. Das ist ein Wort. Getränk aus Eigelb, Rahm, Zucker und Cognac. Das ist ja widerlich, Leute. Das klingt also schon Hoppelpoppel. Ja, vielen Dank dafür. Wieder was gelernt. Ja, okay. Ich sehe schon einen neuen Nostra-Wiki-Eintrag. Hoppelpoppel. Ist eine Stadt, die man trinken kann. Ja. Oberösterreich ist auch ganz nett, aber die Politik dort ist manchmal etwas fragwürdig. Was heißt das? Das kann man ja von beiden Seiten betrachten. Mhm. Ich kenne mich da nicht aus. Da brennen zu wenig Häuser. Mhm. Burgenland auch ganz chillig und da leben, glaube ich, viele Leute aus Ungarn. Niederösterreich ist ziemlich basic, aber man ist nah an Wien, das ist nice. Basic. Und Wien ist halt eine hübsche Stadt, hat für eine Stadt auch eine gute Luftqualität, vielleicht auch, weil der Wienerwald und die Alpen schon in Wien starten. Der Wienerwald, stimmt, das kenne ich auch aus dem Otto-Song, glaube ich. Mhm. Was mir bei diesem ganzen Text, genau, was mir bei diesem ganzen Text am meisten auffällt, also ich könnte nicht so für jedes deutsche Bundesland was Positives schreiben. Also sind ja auch viel mehr. Ja. Es sind ja auch 17. Naja, also. Also ich würde ein paar zusammenfassen irgendwie. Ja, was würde ich denn sagen? Oh ja, Brandenburg, da gibt's Wasser. Da gibt's nichts. Da gibt's einen Song von Reinhard Grebe. Ja. Ja, gibt's wahrscheinlich zu jedem Bundesland, oder? Weiß ich nicht. Zu Thüringen gibt's das ja auch. Thüringen ist grün. In Sachsen und braun sind und die ganzen Nazis, alle. Stimmt. Da hört es dann aber auch schon auf. Saarland ist Frankreich klein. Quasi. Klein, ja, Saarland klein Frankreich. Und Familie. Genau. Mhm. Inzest. Berlin ist halt eine Hipster-Großstadt. Mhm. Bayern ist quasi nicht Deutschland. Ja. Doch, mir würden Sachen einfallen. Ja, aber das sind ja alles keine positiven Sachen. Nee, und hier wird ja die ganze Zeit gelobt. Ach so. Ja. Merkst du ein Muster? Ich finde es gut, dass Bayern nicht in Deutschland gehört. Das ist das, das, ist das Positivste die an Bayern. Auch, gut. Auch Inzest in Saarland, meine Güte, wenn es so Spaß macht. Ja. Ich meine, ich habe Game of Thrones gesehen. Ich bin da jetzt nicht mehr so dagegen. Mhm. War ja einiges an Inzest zu erleben. Nun. Aber vielen Dank auf jeden Fall, Shellu, für diese Einblicke. Ich glaube, sie hatte noch was geschrieben. Genau, sie hat noch nie in Österreich ihren Zug verpasst. Das ist doch auch schon mal eine Sache. Nehmen wir nicht die Deutsche Bahn, nehmen wir wahrscheinlich die österreichische Bahn, ne? Die Deutsche Bahn vielleicht. Vielleicht machen wir das mit dem Großdeutschen Reich jetzt auf diesem Wege. Weißt du, unser Bahnnetz und machen die abhängig. Die müssen uns mal überfallen, nicht andersrum. Hm. Die müssten uns ihre Sachen aufstülpen. Würde mir gefallen. Das wäre dann das Größdeutsche Reich. Ja, warum nicht? Fände ich gut. Ja. Mal zur Abwechslung.
einfach zur Wiedergutmachung, weißt du? Wo wir direkt beim berühmtesten Österreicher sind. Hitler? Ja. Ja, der Adi. Den hätte er schön behalten können. Ja, aber er ist ein Ehrendeutscher, ne, irgendwann, ist quasi eingedeutscht worden. War jetzt selber jetzt kein deutsch aussehender Mann, er hatte ja auch so braune Augen und braune Haare, wollte aber die deutsche Rasse irgendwie verteidigen, die ja blond und groß war und blauäugig. Großäugig. Klein Anime. Genau. Blauhaarig, genau. Aber er gehört ja selber nicht dieser Meute an, sag ich mal. Ja, ist Hitler. Also, ja. Ja, vielleicht ist er ja stellvertretend für alle dort, weißt du, das ist alles so Heuchler mit Doppelmoral und die Blonden sind ganz gut und so. Er war ja durch und durch Rassist, er soll ja auch am Ende gesagt haben, wenn die Deutschen doch nicht die starke Rasse ist, dann muss sie ihren Platz machen für die stärkere Rasse. Also er war schon offenbar konsequent. So, und dachte auch, wenn die es nicht sind, habe ich halt mich geirrt, dann sind es halt die anderen. So. Wer denn? Die Alliierten dann? Bestimmt, die Alliierten, genau die. Die Rasse, Alliierte. Die alliierte Rasse ist das quasi. Genau. Ja, was kann man dazu sagen? Dicker, kleiner Mann, der ein bisschen malen konnte. Alter, dick? Also ein bisschen gegen bisschen Ende schon, gegen Ende war auch schon ein bisschen dick. Okay, er hat sich ein bisschen gehen lassen. Zwischendrin. Ich will Hitler nicht body shame, ja, aber er war schon jetzt auch nicht gerade schlank. Süß. Ja. Okay. Und er konnte so ein bisschen malen, aber hat's auch nicht so gut. Hat einen Hoden. Hitler konnte schon besser malen als die meisten, die ich persönlich kenne. Ja, ja schon, aber die Perspektive, da hat er irgendwie ein bisschen. Ja. Ist schon auffällig, ne? Ja. Hat ja auch damals Postkarten gemalt. Nee, ich will es jetzt nicht mit Julia Engelmann vergleichen. Fände ich gar nicht schlimm. Also vom Kunstziel. Also ich weiß nicht, ob man Hitler so diffamieren darf, ihn mit Julia Engelmann zu vergleichen. Das fände ich jetzt ein bisschen hart. Wenn er ist tot, halt einfach durchschnittlicher Künstler. Es ist nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Er kann sich nicht mehr wehren, Miro. Weißt du? Der arme Führer. Aber was ich mich halt echt frage, weil bei uns ist das so ein präsentes Thema in Schule und Freizeit auch, ja. Freizeit ist unsere Freizeitgestaltung, um über Hitler zu reden. Motto-Woche Hitler, ja. Aber ist das in Österreich auch so ein Riesending? Weißt du, der kam halt von euch. So, aber. Von euch, wir von euch, euch ihr habt den geschickt. Aber redet ihr auch da so drüber? Guck mal, was das für ein schlechter Mann war und so. Wir kriegen das ja mit der Muttermilch aufgesogen. So. Ja, wo ist eure Aufarbeitung, Österreich? Ja. Aber viele Amerikaner glauben, dass Mozart ein Deutscher gewesen wäre. Es wurde quasi so ein bisschen ausgetauscht. Andersrum, warte mal. Als Mozart gelebt hat, war es doch alles noch ein großes Reich, ein deutsches, ne? Oder irgendwie, wie war das denn damals? Damals bei Mozart. Ich habe irgendeine Story gelesen, dass die Österreicher so sneaky waren, die haben Hitler abgeschoben und Mozart für sich beansprucht, obwohl er gar nicht so auf österreichischen Boden unbedingt gewesen war zur damaligen Zeit. Na gut. Weil er auch viel in... Es ist nur Viertelwissen gerade. Oder Zehntelwissen. Sehr sneaky. Also wir hatten jetzt Hitler, hatten Mozart, hatten Falco, DJ Ötzi, den Ötzi. Aber über Falco hast du überraschend wenig gesagt. Kommt vielleicht noch. Nein, das stimmt auch nicht. Ich habe eine Quizfrage, die können wir gleich jetzt machen. Eine Falco-Quizfrage. Mhm. Du wirst es vielleicht wissen, deswegen wollte ich erst Robin beantworten lassen. Und zwar, welchen Song von Falco gibt es nicht? Gibt es nee, wirklich? Also welchen Song hat Falco nie gesungen? Okay. Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Mhm. Ganz Wien? Wiener Blut? Vienna Calling? Also, bei Vienna Calling weiß ich, dass er das gesungen hat. Ich weiß nicht. Wiener Blut sagt mir als einziges von den restlichen dreien noch was. Also glaube ich, dass er den auch gesungen hat. Mhm. Und dann muss ich die ersten beiden nochmal hören. Ganz Wien. Und haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Ich sage ganz Wien. Okay, was sagst du, welchen Song gibt es nicht? Was haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Das ist richtig. Ganz Wien war Falcos erster Song, den er veröffentlicht hat. Ein Jammer. War ein Anti-Drogen-Lied tatsächlich, da singt er nämlich ganz Wien, ist heute auf Heroin und war so ein Protest, weil viele seiner Freunde gestorben sind an Drogen und zack, ein Jahr später war er selber drogenabhängig. So schnell kann es gehen. Noch ein Fun-Fact, haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen, hat er mal Playback performt bei einer TV-Show, weil sie das falsche Band eingespielt haben. Mhm. Also, aber war das überhaupt sein Song? Nee, es war von Reinhard Fendrich, anderer Österreicher. Ich meinte, hier kommt Falco, einem seiner größten Hits, da haben sie das falsche Band abgespielt, da hat er einfach weiter performt, das wäre sein Song gewesen, sehr witzig. Bis sie abgedreht haben mit einem Song, weil sie gemerkt haben, ist gar nicht von Falco. Gibt's auf YouTube eine Aufnahme, müssen wir mal gucken. Falco, haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Sehr witzig. Diese Österreicher, Alter, die faken, ja, die singen gar nicht wirklich in echt. In 80ern haben sie auch alle Playback gesungen. Das ist richtig unangenehm, in den TV-Shows. Alter. Was ich jetzt, ich weiß, ein bisschen abseits jetzt, aber was ich gerade mitgekriegt habe, ich habe ja diesen Song gemacht, Deutschlaf. Du hast ja die Kamera genau, gemacht. Genau, den habe ich mir gestern sogar nochmal angehört, weil ich den so gut finde. Ah, vielen Dank. Sehr gerne. Und das Instrumental habe ich natürlich
geklaut, beziehungsweise von einem Typen, der das gemacht hat, um free to use quasi. Mhm. Und irgend so ein Klappstuhl mit seiner Abschlussfahrt, 12. Klasse, hat auch ein Lied gemacht, so ein richtig schlechtes, und hat das aber wahrscheinlich über Spotify oder so reingefügt in das System. Und jetzt wird mein Lied geclaimed, weil der das gleiche Instrumental hat. Shit. Und ich habe meins ja auch noch beschleunigt und verändert. Also ich habe nicht das Original genommen. Mhm. Und jetzt heißt es aber, ich hätte seinen Song verwendet. So, richtig. Das ist der Nachteil, wenn man halt so viel Beats nutzt. Ne? Ja. Kann halt passieren, dass es geclaimed wird. Das ist richtig dumm. Ja. Also ich kann da empfehlen, auch Leute, die Musik machen wollen, es gibt tatsächlich auch so Seiten, da kann man sich Beats kaufen für wenig Geld. Also es gab mal ubeats.net. Da konnte man so für 50 Euro schon oder für 20 Euro auch sich Beats einfach kaufen, die exklusiv waren. Da können die nicht geclaimt werden. Das ist ja meine Frage. Ich habe jetzt keine Möglichkeit gefunden, den Beat-Producer richtig anzuschreiben, außer Kommentare bei YouTube. Mhm. Den Typen habe ich angeschrieben, weil man kann ja Lizenz da kaufen, aber ob die exklusiv ist, ist halt die Frage. Mhm. Weil ich dachte, es ist einfach nur, ja, okay, hier, du darfst es kommerziell nutzen, aber nicht, dass dann dir dieser Beat gehört quasi. Genau, nee, das kannst du machen. Bei U-Beats gibt es auch verschiedene Kategorien, irgendwie exklusiv, nicht exklusiv. Da kann man Geld zahlen, hast ja keine Probleme mit. Ich habe die immer exklusiv gekauft, als ich noch was für jemanden gemacht habe. Okay, Geburtstagslied für die Mutti. Genau, zum Beispiel. Ja. Es war ganz komisch, vorgestern im Stream, vielleicht hast du es mitgekriegt, da habe ich einen Song von der Schwester von MCM abgespielt. Macht die auch Musik? Die macht jetzt auch Musik und es fängt halt an, so die ersten 20 Sekunden, ja, dieser Song ist nur für dich. Und ich so, oh Moment. Also ist das jetzt hier so ein ganz intimer Song zum Geburtstag? Mhm. Und MCM sagt so, nee, ist okay, ich darf das hochladen, hat sie gesagt. Heißt die zufällig MCP? MC Pimmel? Nee, wäre aber witzig. Doch. Nee, aber sie macht das ganz gut tatsächlich. Aber also ist ja auch nicht gefreestylt. Singt sie oder rappt sie? Nee, sie rappt schon eher. Ich habe mir gerade echt so eine weibliche Version von MCM vor, einfach mit so einer so langen Haaren, ein bisschen geschminkt. Aber so. So einer richtig schlechten, blonden Perücke. Mhm. Ja. Also so eine so nicht durchgekämmt, so richtig verfilzt. Aber kommt die auch aus Weimar? Also sind die hier verortet irgendwie? Soweit ich weiß schon, ja. Krass. Die müssten eine Kollaboration machen. Ja. Miteinander, dann wird's vielleicht was. Gut, dass wir so viel über Österreich reden. Ja, genau. Ja. Arnold Schwarzenegger. Ist auch einer. Ist einer, ne? Guck mal, was der erreicht hat. Aber also, haben wir den nicht für uns so ein bisschen geclaimed? Also ist der nicht unserer jetzt so? Also ich hatte den auch eher so in Deutschland verortet. Nee. Also es ist jetzt keine neue Information, dass der aus Österreich kommt, aber irgendwie dachte ich... Er ist für dich deutsch quasi. Schon sehr. Hm. Also er ist so ein ganz weirder Mensch, glaube ich, der halt so super englischsprachig ist, aber gleichzeitig dann Österreich. So. Ja, das ist so eine Tendenz, dass Österreicher das Land verlassen und dann die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Hm. Ob man jetzt Governator wird, erfolgreicher... Schauspieler oder Dritte Reich-Anführer. Ja, er fing ja an als Bodybuilder, war ja sehr erfolgreich, ist dann ins Schauspiel gekommen. Grottiger Schauspieler, ganz, ganz grottig. Aber, es kommt ein großes Aber, in Terminator passt seine Schauspielweise sehr gut, weil er auch so einen Roboter verkörpert, ne? So einen komischen Terminator halt, ne? Und da passt dieses komische, steife und nicht sprechen könnende. Ja. Fand ich gut. Aber der ist, also klar ist er nicht der beste Schauspieler, aber der ist schon... Der macht das schon ganz okay teilweise. Finde ich jetzt gar nicht. Aber es ist ja auch, es ist Arnold es so... Es passt halt perfekt in die 80s rein einfach. Also dieses leicht cheesy einfach... I'll be back. Bei Predator oder so. You one ugly motherfucker. Ja, es ist witzig. Es erfüllt ja auch seinen Zweck. Ich meine, jetzt vom schauspielerischen Sinne her ist es schon eine schwache Leistung. Aber es ist okay. Es macht ja Spaß. Guter Mann. Und er wurde später Gouverneur von Kalifornien. Ja. Was auch krass ist. Als Österreicher. Also ist er nicht mehr... Ein gebürtiger Amerikaner. Präsident kann er ja nicht werden. Genau. Aber hätte er vielleicht angestrebt, hätte er es werden können. Ich hätte ihn gewählt. Er ist ja zwar ein Republikaner, aber er ist ja ein Trump-Gegner. Ja, es ist ein... Also Kalifornien ist ja an sich schon eher left-leaning, sage ich mal. Und Republikaner ist, ist man wahrscheinlich auch etwas left-leaning. Der hat ja zum Beispiel das Gerrymandering mal erklärt und er kritisiert, was ja eine der großen Taktiken ist von Republikanern, dass sie die Bezirke so legen, dass sie irgendwie gewinnen, was total absurd ist. Ist irgendwie auch smart, ne, auf eine Weise. Ja, aber ist stell dir mal vor, du siehst Weimar Nord oder so und dann siehst du da irgendwie so ein S, wie es sich so durch die Stadt schlingelt, was dann Weimar Nord sein soll oder so. Ah ja, okay. Ganz komisch. Aber ja, gut, dass wir für Österreich sind. Es ist ein wunderschönes Land, deswegen hat Arnold es auch verlassen. Ja. Der Brennpunkt ist doch ein Podcast, um halt einen roten Faden zu haben, wo man auch mal ausreißen darf. Da kommt man wieder zurück. Oder heute einen rot-weißen Faden.
rot-weißen Farben, genau. Ja. Noch ein großer Österreicher ist Nick P. Das ist ja mein Kollege gewesen. Ist das nicht so ein komischer... Warte, der war bestimmt mal bei Big Brother und hat dann schlechte Musik gemacht. Nee, er macht gute Musik. Ach, Olli P. Ich hab den mit Olli P. Nick P. Das ist sein Bruder quasi. Ja. Genau. Die P's. Die P's. Familie P quasi. Ja. Die PWG werden eine voll coole Sitcom. Olli P. und Nick P. Zwischen schlecht 90er-Rap und Schlager. Ja. Jedenfalls ist er Schlagersänger und Produzent auch. Und wie ich finde, auch sehr hochwertig. Ich meine, es gibt ja so... Als Mensch einfach sehr hochwertig. Nee, es gibt ja auch so Andrea Berg und die Flippers. Es ist ja musikalisch schon sehr einfach gestrickt, ne? Bitte? Ich bin Flippers-Fan. Mag das auch, aber die Musik ist ja einfach produziert und immer das Gleiche. Bei Nick P. ist es schon sehr hochwertig produziert. Und ich war mal von dem Keyboarder. Ja, das hat... Von der Schlagershow. War das das, wo du so tun musstest, als ob? Genau, es war halt eine Playback-Veranstaltung und der wurde als Nick P-Konzert in Hüttenrode angekündigt. Aber wir hatten da zwei Songs gespielt, im Dauerloop quasi, für die Kamera. Das fanden die Leute gar nicht geil. Dann haben uns als Band angesprochen, ja, ist ja voll die Verarsche, ich dachte, ihr macht ein richtiges Konzert. Ihr habt auch nicht richtig gespielt, ihr habt nichts angeschlossen. Da habe ich gesagt, naja, es ist halt gerade eine TV-Show, ne? Und dafür ist es halt gemacht. Und Fake. Damals wieder die Österreicher faken alles. Aber ich hab bei Facebook auch stehen, bei meinen Berufungen, Keyboarder bei Nick P. Bin ich sehr stolz drauf. Ich glaube, Nick P. ist für mich persönlich der einflussreichste Österreicher. Also auf mein Leben. Für dein Leben, ja. Für mein Leben, weil... Mal kurz erklären, was wir... Ja. Unser Insider. Mhm. Also tatsächlich hat Tino ja auch bei Facebook stehen, dass er Keyboarder von Nick P. ist. Mhm. War. War. Und das hat dich so beeindruckt. Nein. Ich habe gesagt, das ist Bullshit, das glaube ich dir nicht. Okay. Und daraufhin ist die Nick P-Wette entstanden. Mhm. Und die habe ich dann das erste Mal ziemlich krachend verloren, es gab sogar einen Ausschnitt, also einen auf YouTube, genau. Ausschnitt davon auf YouTube, den man irgendwie nicht mehr findet, leider. Und seitdem haben wir die Nick P-Wette am Laufen. Und ich glaube, ich habe 7-mal gewettet und immer wenn Tino sagt Nick P, dann ist er sich eigentlich zu 100% sicher. Mhm. Und ich habe 7-mal verloren. Und einmal gewonnen. Und einmal gewonnen. Und das war, da ging es um einen Ärzte-Song. Um Songtext von... Aber die Nick-P-Wette hat dann gar nichts mehr mit Nick P zu tun. Nee, das ist nur die Aussage, von wegen, wenn ich mir ganz sicher bin, ist es eine Nick-P-Wette. Ach so, okay. Und dann hat Mio eigentlich keine Chance, aber da hast du... Da war es auch ziemlich lasch. Ein schwacher Moment, ja. Es war ein sehr schwacher Moment, weil ich weiß nicht mehr, welches... Dinge von denen, weil ich habe immer verstanden, behalte die Kraft für dich, aber singt behalte den Kram für dich. Ja, genau. Genau, weil ich dachte, die Kraft zu labern, behalte für dich, nee. Aber du hast gesagt Kram und hast recht gehabt. Ja. So. Das war wirklich. Das war ein peinlich. Sehr schwacher, peinlicher Moment. Ja, ich dachte, komm, einmal ist es okay, wenn ich verliere. Ja. Nick P., Österreicher. Ja, guter Mann, ich wollte gerade noch was anderes sagen. Ich habe nämlich auch ein Quiz vorbereitet. Habe ich eigentlich nicht, aber ich mache es jetzt als Quiz. Mhm. Was schätzt ihr denn? Wie viel Prozent der Landmasse von Österreich ist bergig? Also wirklich, wie man sich einen Berg vorstellt. Nicht erhöhtes Plateau, sondern wirklich. Ich sag 15%. Mhm. Okay. Oh, ich hätte jetzt so das Gegenstück jetzt formuliert. Mach mal, so, ich sag jetzt einfach mal 80%. Aha, es sind nämlich 62%. Mhm. Da hast du wohl zum Glück eine Nick P-Wette gestartet. Nee. 62% ist nämlich schon viel. Ja. Mehr als die Hälfte sogar. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre so ein Fun-Fact. Ja, Burgenland Österreich, aber Alpenland Österreich, aber eigentlich gibt es da nur einen Berg oder so. Ja. So ein kleiner, so ein Hügel. Ja, 62%, da haben die wahrscheinlich relativ schwierige Probleme mit Fahrradfahren sowieso. Nee, mit Wohnraum. Also, wenn da mehrere hinwollen, dann ist halt irgendwann eng, ne? Mhm, stimmt. Oder die müssen so Tiny-Häuser so an die Berge dran machen. Aber werden die auch so viel mehr? Ich dachte, die nehmen auch eher ab wie die Deutschen. Die Berge werden immer mehr. Nee, die Menschen eigentlich. Haben so ein gutes Weight Watchers-Programm? Vielleicht sind die Berge sind wahrscheinlich so strategisch klug platziert ums Land, dass auch die Flüchtlinge da nicht reinkommen. Weißt du, die müssen dann drumrum und deswegen haben die da nicht so. Da hat die FPÖ schon gewonnen. Ja. Nee, ich habe keine Ahnung, wie nicht die Tendenz ist. Nicht, aber kein Mensch möchte da hinziehen. Also denke ich mal schon, die Zahl nimmt ab. Naja, wir kennen ja jemanden, der zum Studieren hin will. Ja, aber auch verschoben hat jetzt. Also. Wir kennen hier Claudia, die ist nach Österreich gezogen. Also es gibt Menschen, die ziehen hin, aber wahrscheinlich auch eher so aus, ich würde auch mal hinziehen für ein Praxissemester, weil es ja schon irgendwie auch romantisch ist, ne? Wien, teure Stadt, Arschloch-Leute, so ist doch cool, irgendwie.
Ja, alle so aber arrogant. Ich habe ja gehört, dass das alles ganz nette Leute sind. Und wenn sie dich beleidigen, dann ist auch alles so auf so einer freundlichen Ebene. Du Fotzen. Ich kenne es eher so als dieser Wiener Charme. Ne? Wir sagen es immer, der Schmäh, der Wiener Schmäh. Der Schmäh. Wenn die halt so richtig so arrogant sind, aber es eigentlich lieb meinen, aber sie geben sich so arrogant. Hm. Schmäh, Schmäh macht das Zicklein auf der Weide. Das ist nämlich ein guter Übergang. Nein, bis zum April 2001 gab es nämlich noch ein Gesetz, was etwas erlaubt hat. Und das finde ich auch sehr, das ist der beste Funfact, den ich gefunden habe. Du durftest mit toten Rindern, die in unwegsamen Gelände sind, was machen? Was schätzt du? Missbrauchen. Also jetzt, wo wir gerade von den Bergen sprechen, weißt du, irgendwo stirbt ein Rind von dir, das liegt dann da so rum. Mhm. Und das ist halt nicht jetzt auf einer ebenen Wiese, sondern so unwegsames Gelände. Mhm. Was darfst du machen? Als Schlitten benutzen, so um runterzufahren. Wäre witzig. Was sagst du? Boah, ich glaube, ich wäre ganz, ganz gediegen, einfach bei selber schlachten und für eigene Zwecke verwenden. Damit es leichter ist, das ins Dorf zu bringen oder so. Wahrscheinlich ist das gar nicht so geil, wenn das da vielleicht schon ein paar Tage liegt. Ist das dann noch so hygienisch? Also, man durfte es sprengen. So mit so einem China-Böller. So ja, man durfte es halt einfach da wegsprengen. Aber nur bis 2001 leider. Vielleicht ist dann 9-11 passiert. Ja, so. Dann war es dann irgendwie geschmacklos. Ja. Ich habe auch noch eine Quizfrage. Und zwar, in Österreich gibt es ein Kino, in dem das Licht bei der Filmvorführung nicht ausgeschaltet wird. Ah, das ist nicht damit, das damit Lichthaus, das ist das Licht aus. Genau, das Licht aus. Ja. Wenn nicht ausgeschaltet wird, ach, nicht, okay. Damit die Besucher während der Vorführung A, stricken können, B, picknicken können oder C, nicht ficken können. Alles. Das Licht ist aus, schwierig. Das Licht ist an, das Licht bleibt und es gibt an. Aber einen Grund, damit sie stricken können, picknicken können und nicht ficken können. Also picknicken kannst du auch, wenn es dunkel ist, finde ich. Und wenn Picknick wäre, das eher ein Outdoor. So. Outdoor wird ja nicht erwähnt, dass Outdoor Kino, ist oder Indoor ist. Naja, aber wie willst du beim Outdoor-Kino das Licht ausschalten? Also, dann eher also Moment. Also, es müsste ja dann, also Picknick stelle ich mir auch schwierig vor. Also, ich würde jetzt, also, wie soll denn, also, wenn es in einem Saal ist, wie soll das dann aussehen? Also, ist es dann so eine Schräge, damit trotzdem hinten alle sehen können? Weil das, also. Ja, vielleicht ist es, das ist der Trick, vielleicht ist es kein Saal, sondern einfach ein öffentliches Kino, so mit auf Wiese und so. Und dann sind da halt Scheinwerfer, die dir das Essen beleuchten, aber du kannst ja auch picknicken von. Außer das Licht dafür nicht unbedingt. Ich glaube, so Picknick-Kino klingt auch ein bisschen uncool. Und was war die erste Option noch? Stricken können, picknicken können, nicht ficken können. Ich bin bei nicht ficken. Okay. Ich glaube, es ist stricken, weil du hast dann, haha, ich bin jetzt mal so ein kleiner Lustikus und mach stricken, ficken, picknicken. Ja. Aber ich glaube, in der Nachricht an sich würde nicht ficken stehen, was dir dann die Idee gibt, Stricken zu schreiben. Naja, aber es könnte auch ein anderer Wortlaut sein. Kann sein, dass sie gesagt haben, viele Leute hatten Geschlechtsverkehr im Kino, deswegen wird das Licht jetzt immer angemacht. Das ist doch Quatsch. Weiß ich nicht. Ich gehe auch auf Picknick. Es ist Picknicken. Ja. Wenn die Menschen da einfach picknicken können. Aber, also ist es, hast du recherchiert zu dem Kino? Aber ist es so Outdoor oder? Ich glaube, es war Outdoor, ja. Ja, okay, dann ergibt es schon Sinn. Spannend, ne? Ja, revolutionär, würde ich sagen. Mhm. Die Kinos in Österreich. Krass. Also wow. Ich fände ein Bums-Kino eigentlich ganz witzig. Mhm, so ein Porno-Kino. Ist ja echt eine Sache, ne? Dass Menschen da echt sich zum Sex treffen bei Porno-Kino. Also vor allem so ja, aber im homosexuellen Milieu eher so, aber. Aber so im großen Rahmen? Das ist doch dann eher klein wahrscheinlich. Also. Naja, da laufen halt Porno-Kinos und dann sitzen die nebeneinander ja, und machen waren dann. Sogar schon hier in Weimar zum Porno-Kinoabend. Das war was anderes. War ja jetzt nicht irgendwie gedacht, um dann noch Sex zu haben. Es gibt so richtig so Porno-Kinos, die immer sind quasi. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Kinos, wo dann am nächsten Tag die Kinder kommen, da erstmal Sperma weggeschmiert wird. Guck mal, deine Geschwister. Da hat jemand mit Mayonnaise gekleckert. Ja, schwierig. Ja. Österreich. Erzähl mal was zu Franz und Sissi, das ist ja irgendwie so ein großes Ding, aber ich habe davon keine Ahnung. Haben wir nicht gestern noch über Sissi geredet? Stimmt, stimmt. Sissi war ja diese Kaiserin, ne, und die hatte ganz faulige Zähne, weil die sich mal übergeben hat. Also die hat ja Bulimie angeblich, und weil damit sie dünn bleibt und hatte sehr, sehr furchtbare Zähne und hatte halt den Liebhaber, der Franz hieß. Coole Story, mehr warum ist das so nicht relevant? Also ich kenne das nur von der Bulli-Parade, die das da immer mal verarscht haben. Lissi,
Franz. Ja. Naja, wir haben gestern fertig. Nur das Kinderserien-Intro von Sissi. Sissi, gehört. Deine Träume werden wahr. Das ist ein Trickfilm, Sissi. Das hatten die auch, oder? Das war so eine Kinderserie. Aber eben nicht. Auch ein richtiger ja. Film. Gibt auch Filme mit Romy Schneider, die so aussieht wie Ivan Katterfeld übrigens. Finde ich, ich habe den verwechselt, obwohl die ganz andere Generation sind. Jedenfalls gibt es auch ganz bekannte Filme von Sissi. Oder so. Quasi. Ja, ich verstehe halt nicht, warum man da so ein Ding draus macht. Naja, weil sie halt eine tragische Kaiserin war. Ist auch jung gestorben, glaube ich. Weil sie schlechte Im Gegensatz Zähne hatte. Zu der Queen. Die ist nicht jung gestorben. Sie ist keine Österreicherin. Das ist was für die reguläre Ausgabe am Sonntag. Verzeihung, ja. Aber ich wollte das jetzt vorwegnehmen, um auch mal den Bogen zu spannen. Ach nee, wenn ihr es hört, habt ihr den schon gehört, den Podcast. Wahrscheinlich, ja. Stimmt. Wahrscheinlich kommt der reguläre Podcast vor diesem Hörwunsch. Genau. Beziehungsweise den Hörwunsch werde ich wahrscheinlich auf Spotify und so schon hochladen, aber auf YouTube halt erst am Mittwoch. Aber es wird ein wichtiges Thema sein. Das stimmt. Das stimmt, ja. Ja, cool, Franz und Sissi. Also stelle ich mir jetzt mal vor, Merkel und wie hieß ihr Doktor? Joachim Sauer. Joachim? Sauer. Na ja, Angela und Joachim. Mhm. Joachim. Wäre, glaube ich, nicht so ein Hype. Angela. Oh, lass mal einen Trickfilm. Das wäre voll cool. Lass mal in der Uckermark wandern gehen. Das wäre eine voll coole Zeichentrickserie. So. Das wäre schon sweet irgendwie, ja. Kaiserin Angela und ihr verfallener Joachim, der in den Krieg ziehen muss. Oh. Fände ich gut. Weil Franz geht ja in den Krieg immer und deswegen ist ja diese Tragik. Oh, kommt Franz wieder und so. Ach so, okay. Hm. Wusste ich jetzt nicht so. Aber Franz war ja der so, also der Adelige von denen ursprünglich, oder? Sie war ja nur so, ich dachte, sie wäre dann so eine Angeheiratete. Kann ich echt nicht sagen, weiß ich nicht. Okay. Fast so romantisch ist auch Fritze. Ja, stimmt. Das ist ja auch noch ein richtig großer Österreicher. Ah, Preklopil ja auch noch, oder? Ist doch auch Österreicher. Nee, oder? Doch, Natascha Kampusch. Ich glaub, das war ist auch doch Österreicher. Österreicher. Ja. Hm? Hä, warum drängen die sich alle in Deutschland? Weißt du, können die nicht ihr Inzest da lassen, oder? Oder ihre Keller halt. Die es nicht wissen, Fritzl war dieser alte Mann, der in seinem Keller seine, was, Enkelin? Nein, witzig, wenn man Preklopil googelt. Das Wichtigste, Techniker, ja. Er wird als erstes wird angezeigt, der ist dafür bekannt, ein Techniker gewesen. Er ist halt gelernter Techniker, hat er das mit dem Mädchenmissbrauch halt nicht gelernt, aber Quereinsteiger so. Tatsächlich. Quermissbraucher war. Auch ein Wiener. Ein Wiener. Das ist ja der Wahnsinn. Warum ist das denn in den deutschen Medien so? Also ein Wiener Würstchen. In den Deutschlandmedien so. Und Fritz hat halt seine Tochter im Keller vergewaltigt und missbraucht und hat noch mehr Kinder gezeugt und die auch noch irgendwie schlecht behandelt. Es ist ein ewiger Kreis, es ist kein Kreis, es ist eine Spirale geworden, glaube ich. Es ist immer weiter Spirale auf nach unten. Ich glaube, es waren gar nicht so viele. Ich glaube, es war sogar ein Kind, eine Tochter. Mhm. Und es ist, glaube ich, rausgekommen, als eine der beiden einen ganz schlimmen Infekt hatte und dann ins Krankenhaus. Also er hat sie tatsächlich ins Krankenhaus gebracht. Und ein fürsorglicher Vater. Aber er hatte sehr viele Kinder. Elisabeth, Kerstin, Alexander, Felix, Monika, Lisa, Michael, Ulrike, Doris, Harald. Warte, Moment. Was? Harald, Rosemarie, Gabriel. Selber nochmal Harald. Nee, das ist einfach sein Bild da angeblendet. Aber hä? Der hatte schon einige Kinder. Was ist aus den... Der lebt übrigens noch. Der wird vielleicht älter als die Queen. Der ist schon 87. Und der ist im Gefängnis. Der lebt noch. Krass, ja. Vielleicht kommt er ja nochmal raus. Also Lebenszeit heißt ja nicht immer Lebenszeit, sondern ich meine 50 Jahre oder sowas. Stimmt. Da kann der noch mal ran. Vielleicht gibt's noch das eine oder andere. Aber der war auch echt gewieft. Also der hat das ja tatsächlich so hingestellt, als wäre seine Tochter abgehauen und hätte das Kind dagelassen. Also er hat schon mehrere Kinder mit ihr gezeugt, hat das dann aber hingestellt, als wären das nur ihre Kinder, die sie einfach vor die Tür gelegt hat, damit ihre Eltern sich drum kümmern. Ah. Das heißt, er hat es schon als Vater aufgezogen, ohne offiziell der Vater zu sein, obwohl er es war. Das wusste ich gar nicht. Also ich finde das auch gerade richtig wild. Jetzt mit Preklopil bei Fritzl wusste ich's. Aber dass immer mehr so gefühlt deutsche fette Meilensteine, ja, die wir so hatten. Fritzl, Preklopil. Ja, ich dachte immer, aber das Natascha ist so. Kampusch ist also für mich schon sehr österreichisch. Für mich gerade auch. So, wenn man die Interviews kennt mit auch ihr. Auch Fritzl, ich finde die beiden Fälle voll österreichisch. Es ist immer so, auch bei so in der Comedy auch mal so ein Gag mit Österreichern, die halt ihre Kinder im Keller aufbewahren. Das ist doch so ein Gag. Nicht witzig. Finde ich auch nicht. Jetzt gerade nicht ein bisschen niveaulos auch, ja. Nee, aber also ich fühle mich gerade so richtig hintergangen von diesem Land, dass die quasi immer hier ihre Leute zu uns schicken und wir dann denken, oh cool, was wir für coole Leute haben und dann und sind die gar nicht so von die hier. Coolen Leute, so Mozart und so. Mhm. Frechheit. Und noch eine vielleicht sollten wir mal anfangen irgendwie. Hitler war unserer. Nee, also weiß nicht.
Der wurde eingebürgert. Vielleicht so ein Höcke mal rüberschieben. So. Ja. Stimmt, das wäre eine gute Idee. Andersrum mal machen. Ja, genau. Ich hole mir den Stadtstaat Hoppelpoppel. Ich finde das noch raus, Mann. Ich habe noch eine coole Quizfrage. Und die wird dir sehr gefallen. Im österreichischen Burgenland gibt es die Tradition des Sackkraulens, Eierkratzens oder Gemächtblasens. Eierkratzen. Mhm, was denkst du? Aber was macht man denn mit dem Eierkratzen? Also, ist es dann so in diese Schale rein? Ja, irgend sowas. Bild in die. Das, also, ich könnte mit das, ja, Eierkratzen. Sackkraulen, Eierkratzen oder Gemächtblasen. Was machen die Österreicherinnen? Das klingt eigentlich alles sehr gut. Also, ich würde auch gerne Gemächtblasen glauben können, aber ich glaube, es ist Eierkratzen. Was denkst du? Ich bleib bei Eierkratzen. War vielleicht zu einfach, es stimmt. Ha. Gut zu wissen, gemeint ist das Abkratzen der Farbe von Ostereiern. Toll. Und somit, um sie somit zu verzieren, nicht verifizieren, verzieren. Ah ja, also die werden also erst so anmalen, dann dumm. Hm. Ja. Aber es sieht sehr filigran aus, glaube ich. Also ich meine das schon mal irgendwo gesehen zu haben. Ich kannte das vorher nicht. Ich dachte halt, Gemächtblasen ist halt so, weil es nicht so Glas, ja. Naja, wie so, naja, Gemächtchen. So, also Glas. Blasen, nur dass das halt österreichisch Gemächt heißt. Auch Gemächt. Ein Gemächtbier, bitte. Na geh. Okay. Ich check das nicht, Mann. Ich weiß, dass es Hoppelpoppel gibt. Es gibt Hoppelpoppel nicht. Das ist wie Narnia und Hogwarts. Ich finde es einfach nicht. Narnia, Hogwarts, Hoppelpoppel. Aber es kann auch ganz anders heißen. Ich kenne das aus meiner Kindheit. Ich war mal mit 6 beim Fußballtraining. Habe ich dir auch schon mal erzählt. Und der Trainer hat immer gesagt, wir machen jetzt Slalom. Und das Wort kannte ich nicht, Slalom. Dann hat meine Mutter gefragt, was wir gemacht haben. Er hat gesagt, Löderlumpe. Löderlumpe. Okay. Wir haben Löderlumpe gemacht. Was ist Löderlumpe? Bisschen sehr weit bis, weg. Bis wir drauf kamen, Slalom. Sehr Löderlumpe. Gut. Das klingt halt überhaupt nicht so. Weißt, ich habe es auch nicht verstanden, was er gesagt hat. Er hat doch so, weiß ich nicht, der war auch schon alt. Oh ja, aber, was ich hier gerade sehe. Rest in Peace, Reini. Die sagen zum Januar ja auch Jänner. Die sind ja völlig bescheuert. Ja. Und heuer sagen die, nicht heute, heuer. Völlig ja. Pläde. Ist ja nicht so ganz geheuer. Ganz geheuer. In Wien gibt es übrigens mehr Tote als Lebendige. Ja. 3 Millionen Tote auf dem Wiener Zentralfriedhof. Der ist ja echt riesig, da war ich schon ein paar Mal. Das ist ja echt... Das ist so verwirrend. Nein, der ist riesig. Nee, ja, pass mal auf. Also Tino sagt immer riesig, wenn er was richtig gut findet. Und jetzt bin ich richtig irritiert. Aber ist echt riesig. Wie mein Penis, auch riesig. Ja, lachhaft. Nee, genau, daher. Nee, der ist ja echt so ein Touri-Magnet. Ne? Weil da liegen ja ganz große Persönlichkeiten. Da will ich auch mal liegen. Ja, warum nicht? Da liegt ja auch Falco zum Beispiel. Da gibt es ja auch, genau, da gibt's ja auch diese Ehrengräber und so weiter von Leuten, die bekannt sind, wo auch Falco liegt. Der hat ja auch so ein riesiges Denkmal drauf mit so einer Speerspitze nach oben, die den Himmel zeigt. Eine Plexiglasscheibe, wo er abgebildet ist und so eine coole Pose macht und seine coolsten Songs draufgeschrieben sind. Aber ich dachte zum Beispiel, ich bin mir nicht sicher, ob es Mozart ist, aber ich dachte, es wäre sogar Mozart, der tatsächlich relativ arm bestattet wurde, weil er nicht wirklich viel hatte und alles versoffen hat und so. Und ja, sein Grab ist wohl nicht bekannt, er ist in einem Massengrab begraben worden, aber hat ein Denkmal auf dem Wiener Zentralfriedhof. Mhm. Und auf diesem Plastikding von Falco steht dann eine Nacht in Wien oder wie das dann heißt. Genau, haben Sie Wien schon mal Nacht gesehen? Ja. In Klammern einmal Playback performt in einer TV-Show. Ich habe das sogar, ich habe sogar ein Bildchen davon. Stimmt, von dir war eine Bekannte in Wien letztens. Mhm. Ich war auch schon 3-mal dort an seinem Grab. Ja, guck Ärzte und danach, also davor hat mir mein Vater ein Bild. Also ihr müsst mal selbst googeln, Leute, wir können es Robin mal zeigen, genau, das ist ein kleines also Grab. Da ist diese Säule, da steht ganz schön Falco drauf und da ist dann so diese Plexiglasscheibe. Das ist ja schon recht groß. Und ganz viele Kerzen und Bilder. Und dieses Bild sieht aber ein bisschen unangenehm aus, finde ich. Ja, ist so ein bisschen. Er hat ein Fan ein Porträt gemalt, was Mr. Knautscht aussieht von ihm. Ja, aber süß. Die Geste zählt. Die Geste. Oder Udo Jürgens liegt dort zum Beispiel begraben. Aber ist der Österreicher? Der ist Österreicher. Alter, nee, Leute. Warte. Wir verlieren all unsere guten Männer aus heute. Nee. Also der ist schon Deutscher. Als nächstes nimmst du mir noch Jürgen Drews. Der ist aus Mallorca. Und Micky Krause. Nee, Udo Jürgens. Der ist doch nicht. Wird er in Österreich geboren? Aber der... Und der ist auch... Und in der Schweiz gestorben. Es wird ja immer schlimmer. Und der hat ein cooles Grab, nämlich... also ein Grabstein... Es ist halt, der wurde nicht beerdigt, der wurde quasi in so eine Marmorklavier eingebettet, quasi. Okay. Also ein abgedecktes Marmorklavier, richtig schön auch.
Krass, okay. Der ist Österreicher, ja. Tut mir leid, Leute. Nee, also das hätte ich jetzt echt, also bin ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Oh, Alter, Mickey Krause ist ein Deutscher, ist okay. Ja. Sind gerettet. Nordrhein-Westfalen. Puh. Udo ja. Jürgens ist auch, was wir auch gerne zusammen schon gehört haben, sehr viel. Ja, schon. Also ich habe es als Kind ganz gerne gehört. Da wusste ich aber noch nicht, dass er Österreicher ist. Ja, jetzt hörst du nicht mehr. Jetzt ist durch die Geschichte. Die Geschichte. Wollen wir nicht einfach die Grenze öffnen? Ich meine, wenn wir sowas wie Bayern dulden, dann können wir doch auch Österreich da einfach mit dran machen. Austauschen. So ein Bayern, friedliches großdeutsches Reich. Bayern ohne. Kriegt quasi Österreich und Österreich wird aber zu uns, weißt du, dass die ja. ihr eigenes Land sein dürfen. Damit die Zahl wieder aufgeht. Dass ja. man nicht hier nochmal neu zählen muss, wie viele Länder gibt es auf der Welt, sondern man kann sagen, die Zahl bleibt gleich. Bayern ist neues Land, Österreich gehört zu Deutschland. Ja. Ah. Wäre jetzt mein Vorschlag an die Weltgemeinschaft. Aber ich finde, dann ist die Form von Deutschland auch nicht mehr so schick. Also, na doch. So eh nicht schick. Also an der bayerischen Grenze so einen ganz schmalen Weg lang, der mhm. Österreich verbindet mit dem Rest. Und dann geht's. So ein Tunnel oder eine. Mhm. Ja, finde ich gut. Dann kommen wir noch zur Musik von Wanda zum Beispiel. Das ist eine sehr große österreichische Band, die ich gerne höre. Kennst du Wanda? Ja, ich kenne das. Ich wandere ja so gerne am genau. Rennsteig durch das Land. Genau. Ist das dieses Ich sterbe? Ich sterbe. Ah, ganz, ganz oder toll. Oder Bologna haben die gesungen. Ah, also der Song ist ein richtiger Banger. Bilderbuch, auch eine österreichische Band. Sagt mir alles nichts. Bungalow? Nee. Komm vorbei, mein Bungalow. So, ja doch, sagt mir was. Schmutz. Und wir hatten noch einen ganz großen Hit. Maschinen. Maschinen. Dum, dum, dum. Also, ich erkenne ein Muster bei dieser Band. Die haben immer ein Wort, so nennen sie das Lied und im Refrain singen die das dann einmal komisch. Maschinen. Bungalow. Bungalow. Ja, gut, das ist auch meine Interpretation gerade. Ja. Das ist ja halt auch eine sehr, sehr artistische Band, so mit sehr kryptischen Texten und so ein bisschen künstlerisch. Ja, aus Österreich kommen nur die größten Künstler. Ist so. Uiuiui. Sebastian Kurz zum Beispiel. Ja. Ein Künstler der Politik. Er war ja auch sehr kurz Kanzler. Mhm. Und sehr beliebt. Aber er hat dafür sehr große Ohren. Dann wurde er von Jan Böhmermann kaputt gemacht. Mhm. Und jetzt ist er auch irgendwie doch vorbei. Oder wie hieß der andere, der auf Mallorca war? Ja. Nicht Haider, sondern Hansi Strache. Ja. Mhm. Ganz peinlich. Der hat ja auch einen Werbesong gemacht, ne, für seine Partei. Team Strache. Und der Song wurde weggeklagt von der Falco-Stiftung, weil er wie Falco klang. Und die sind ja gegen rechte Österreicher. Welcher von beiden war das, der irgendwie Spenden von dem Christchurch-Typen gekriegt hat? War doch einer von den beiden, oder? Na, ich dachte, das war Hansi Strache. Ja. Das ist alles so ein bisschen verknüpft, ne? Ja, miteinander. Ich frage mich schon, wann der erste meiner Patreon-Supporter zum Amokläufer wird. Abwarten. Dann bin ich dran. Mhm. Also ich tippe ja auf John. Ich glaube auch, der, ja. Der trinkt so viel. Mhm. Das ist bei der Bundeswehr, ist auch nochmal so ein Risikofaktor. Stimmt, er kommt leichter an Waffen ran. Mhm. Und jetzt müssen wir aufhören, den zu denunzieren, das ist ein guter Mann. Ich habe noch nie getroffen, glaube ich. Der war noch nie irgendwie hier in Weimar, oder? Der war schon mal hier, ja. Auch noch vor meiner Zeit vielleicht. Nee, ich habe den da auch nicht getroffen, der ist irgendwie mal durchgefahren oder so. Ach so, das zählt nicht. Ich meine richtig hier im Dunstkreis. Im Dunstkreis. Also mit uns mal Wiener Schnitzel essen war oder so. Wiener Schnitzel, das ist noch so eine, wie Opfelstrudel. Das ist so eine Spezialität, ja. Oder so Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn ist schon ganz geil. Schmarrn. Da muss ich nochmal eine Markus-Lanze für brechen. Wusstest du schon, dass der aus Tirol kommt? Ja, das wusste ich, wie ich verwild. Ja, das ist der Wahnsinn. Toll. Tirol. Ist das nicht Italien? Das ist Tirol. Aber ich dachte auch. Ja, aber das ist ja so, die haben ja irgendwie so ein Ding, weißt du? Die können inoffiziell Österreich, aber offiziell Italien. Ja, so ein Ding haben die da. Stimmt. Tirol. Und Wiener Schnitzel ist ja aus Schwein und man isst das ja traditionell mit Zitrone immer, ne? Das ist ja so das Wiener Ding, oder? So eine Zitrone Ahnung. Drauf. Stimmt. Spritzt. Keine Ahnung. Aber ich hätte fast gedacht, dass es nicht traditionell aus Schwein ist, aber ich kann mich auch komplett irren. Was war sonst? Traditionelles österreichisches Essen. Truthahn oder so. Hauptspeisen wie dem Wiener Schnitzel, Tafelspitz, Gulasch oder den Käsespätzle gibt es auch noch eine Vielzahl an typisch österreichischen Süßspeisen wie Sachertorte, Apfelstrudel oder Kaiserschmarren. Ach, Kalb tatsächlich? Es ist Kalbfleisch und kein Schweinefleisch. Okay, gut, hab ich geirrt. Ja. Was mir bei dem Land am meisten auf den Sack geht, ne? Und ich glaube, das ist so ein Österreich-Ding oder Tirol-Ding. Der sagt zum Beispiel nicht Angela Merkel, der sagt Merkel. 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 Das ist richtig. Ja, ist ja auch so südlich, ne? Auch die Bayern manchmal so. Die sagen nicht, da habe ich kein Beispiel. Wenn es das eh am Ende so kurz aussprechen, nicht so lang aussprechen. Nicht Ente, sondern Ente. Ente. Heute.
So sprechen die. Unangenehm. Aber finde ich süß, ich mag die Dialekte sehr gerne. Was ist denn gerne. Tafelspitz schon wieder für eine Scheiße? Das ist eine spitze Tafel aus Schiefer, oder? Na, so Gemüse, da, oder? Die haben da nichts in der Schule, worauf die schreiben können, außer Tafelspitz. Aber Käsespätzle ist schon geil. Da stehe ich voll drauf. Das ist schon so mit so geschmorten Zwiebeln. Oh ja, so, geil. Ja. Tafelspitz, ein Gericht der Wiener Küche. Steht aus einem Wasser oder Brühe gekocht, ein ganzes Stück Knöpfel oder Schlegel vom Rind. Was ist das schon wieder, Knöpfel? Das ist ja ein Rattenloch, Alter. Du musst immer aufs nächste Wort nächsten. Drücken. Schlegel, Schwanzstück. Boah, zeig mir da die Schlegel. Semmelcreme. Traditionell aus Hoppelpoppel. Abgeseitigt. Dumm. Ja, ekelhaft. Da doch lieber die gute alte Rostbratwurst aus Thüringen. Naja. Wie man es nimmt. Naja, was haben wir denn hier in Deutschland? Rostbratwurst. Ja, Kartoffel. Tote Oma. Oh. Ja, meine Oma ist tot, dankeschön. Ich habe noch zwei Fragen. Ja. Der Wiener Stephansdom wurde teilweise aus Wein gebaut. Sorry. Aus Wein. Der Wiener Stephansdom wurde teilweise aus Wein gebaut. Warum? A. Klebt gut mit Baustoffen. Er durfte nicht weggeschüttet werden. Oder aus Aberglaube? Also ich glaube, A ist es nicht. Das wäre zu langweilig. Klebt gut mit Stoffen, findest du nicht? Aber es kann natürlich sein, weil die Österreicher, die haben ja nichts. Mhm. Ne? Die müssen ja nehmen, was sie kriegen können. Aber warum durften die es nicht wegschütten? Weil es so ganz teure, aber den teuren Wein, den hätte man doch... Also der ist heilig, alten. Der ist vom Jesuskind. Achso, das war vorher Wasser und dann hat Jesus kurz so genau. gemacht und seitdem... Ja, nicht wegkippen. Nicht wegkippen, okay. Also klebt gut mit Baustoffen, durfte nicht weggeschüttet werden oder Aberglaube? Also ich glaube, die Österreicher, die sind völlig pläde. Ich gehe auf Aberglaube. Mhm. Ich gehe auf die Baustoffe, glaube ich. Mhm. Hat beide nicht recht, ist es B. Durfte nicht weggeschüttet werden. Der Wein wurde benutzt zum Kalklöschen und durfte nicht weggeschüttet werden. Es war so, dass der Wein einfach eklig geschmeckt hat. Die Wiener mochten den nicht. Aber der Fürst hat beschlossen, dass das nicht weggeschüttet werden darf, einfach sinnlos. Hat befohlen, dass man das für den Bau des Stephansdom benutzen soll, zum Kalk ablöschen. Mhm. Weird. Ja, immerhin keine Lebensmittelverschwendung. Ja, also eigentlich fortschrittlich. Also Leute, wenn ihr euren Biermüll, ne, immer voller macht, dann schmiert ihn doch einfach mal an irgendeine Wand dran oder so. Hm, stimmt. Um ihn wenigstens sinnvoll zu nutzen. Oder einfach in den Auflauf reinhauen, euren Biomüll. Ja, oder... Mit Käse merkt man das gar nicht mehr. Wenn Zement angemischt wird, das einfach mit unterrühren und dann... Zack, ein bisschen Zement strecken. Voll edel eigentlich, ne? Kann man gleich so Blattgold irgendwie zum Tapezieren benutzen. Wein für den Grundbau. Hm. Warum nicht? Schön, Tino, schön. Sehr schön. Wusstest du, dass Markus Lanz aus Tirol kommt? Aus Italien. Hat nichts zu tun mit Österreich. Ja, aber der ist völlig besessen. Der erzählt jede Folge irgendwas. Och, die Österreich. So, hier. Ich wollte nochmal Österreich Natur bei Google Maps eingeben und dann, och, guck doch mal. Hat ja einen Berge. So ein See hier, hat ja Cello auch gesagt. Da gibt's schöne Seen bei Salzburg. Guck mal, hier so eine Wasserburg. Das ist schon ganz nice. Mhm. Das Salzwasserburg. Ist schon ganz nice. Ja, aber an Bergen hat man sich ja auch irgendwann satt gesät. Satt gesät. Weil ich hier gerade See sehe. Man kann da gut wandern gehen, bestimmt in Österreich, ne? Es ist ja bekannt dafür, über die Alpen und so. Mhm. Wandern ist da auch nur für Leute, die kein Hobby haben. Ich glaube auch. Was ist das denn? Das ist so ein Parkhaus. Ja, Parkhaus mitten in den Bergen. Die schönsten geilen Plätze in Österreich. Hammer. Ja, schlecht ist das schon nicht. Ihr habt schon ein bisschen was, aber dafür könnt ihr ja nichts, weißt du? Das ist ja wie, ist halt wie Zufall, die deutschen klar. Nazis. Oh, ich bin stolz auf mein Land. Oh, wir sind Österreicher, wir haben Berge. Mhm. Na toll! Und Schnitzel und Mozart. Wenn ihr mal selber was auf die Beine stellen sollt, dann kommt immer nur Fritzel und Hitler raus. Und Präktopil. Präklopil. Aber wenn das nicht bearbeitet ist, ist das schon krasses Wasser hier, ey. Mhm. Könnte aber auch so ein Bild sein von dieser neuen KI, wo man so einen Strich macht, dann kommt dann eine Landschaft raus. Ja. Kennst du das? Ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Echt erschreckend nah dran. Ist schon geil. Oder nee, warte mal, ich habe es anders. Na, ich dachte, hier geht so eine Klippe so ein bisschen steiler noch runter. Ja, schöne Landschaft. Erzählen. Das Österreich ist ja auch, haben ja diese FPÖ, eine man kann sagen, wie die AfD ein bisschen.
eine Partei, die doch sehr groß ist und schon in der Regierungsverantwortung war. Und da ist es halt so, die sind auch wirtschaftsliberal, aber rechtsgesinnt und hat mit Jörg Haider damals einen sehr großen Aufwind, bis er halt dann gestorben war. Dann ist sie wieder abgeflacht, zum Glück. Und tatsächlich, also es ist jetzt mein Podcast, ja, weil Österreich ist ja, Falco ist ja meins. Falco ist damals auch wegen der FPÖ ausgewandert, weil die immer mehr Stimmen bekommen haben, die rechten Parteien. Und deswegen ist er in die Domrep ausgewandert. Weil er meint, das Rechtsklima hier geht mir auf den Sack, ich hau jetzt hier ab. Ich versuche gerade das Video zu finden. Ich habe halt schwierige Sachen gerade eingetippt, aber ich finde es gerade noch nicht. Also ich habe mich da damals gut bepisst. Heil Haider. Ich weiß halt nicht, wie der Typ hieß, der da parodistischer Natur durch Österreich gelaufen ist. Der hat halt die ganze Zeit Heil Haider gerufen und andere Dinge halt. Hm. Der Jörg Haider. Und das war sehr, sehr witzig. Das war halt so, weißt du, Hitler in real life quasi. Mhm. Das war richtiger Prank. Also auch so verkleidet, so mit Bart und... Ja, ja. Ah. Komplett. Ja, voll witzig. Hier, Rob Munz. Ich weiß nicht, ob ich das gerade abspielen sollte. Da sieht Hitler, wie er einen Skihang runterfährt. Ja, der sagt halt auch schwierige Dinge. Aber Rob Munz in Osterrijk. Ach, das ist, glaube ich, er selber ist, glaube ich, Niederländer oder so. Die opeens hun kans gewoon ruiken en wat scheutig met een gas omgaan. Die zelfs die naar iemand rijken wezen. Dat is weird, Hitler zo zin in zo'n... Zo'n... accent. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kunnen ze dat? Kunnen ze zeggen, hier, als nou die FPÖ'tje stiept. Handen ook. Er ist schon ziemlich groß. Er hat für die FPÖ gestimmt und hat die Hand so hochgehoben. Ja, witzig. Ja. Kann man machen, so Hitler geht immer. Ja, ist halt 14 Jahre alt und vielleicht damals schon. Ach, er war 14 gewesen. Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Er war 14 Jahre alt, ja, einfach großer Künstler. Fand ich witzig. War damals schon Thema FPÖ-Verarschen, Jörg Haider und so. Die waren, wie gesagt, in den 90ern schon sehr groß. Und inzwischen waren die auch in der Regierungsverantwortung teilweise. Mit Sebastian Kurz koaliert. Ich weiß gar nicht, welche Partei er hatte. ÖVP, glaube ich, der Sebastian Kurz. Warum alles, alles eins. Ja klar, wir haben alles mit D, SPD, CDU, wir haben alles mit Ö. SPÖ haben die auch. Ja, ja, also ich meine, aber, also, es klingt halt irgendwie das niedlich, D in die Linke steht ja auch für Deutschland. Genau, Deutschland, Inke. Warte, ÖVP, genau. Die sind so konservativ, kann man sagen. 36 ist der erst. Der jüngste Kanzler, genau. War Sebastian Kurz. Mhm. Seid ihr gar nicht so weit auseinander. Nicht ganz, ich kann auch noch Kanzler werden. Aber in Österreich? Gibt es da in Deutschland eigentlich eine Grenze, altersmäßig? Nee, für Bundespräsidenten, ja, da musst du, glaube ich, 40 sein, mindestens. Ja. Aber Kanzler dachte ich nicht. Lass mal irgendwie so einen 10-jährigen Kanzler werden lassen. Ist weil, doch geil. Weil Baerbock ist ja auch noch recht jung und die hätte auch Kanzlerin werden können. Ich denke schon, mal. Also man muss schon 18 sein. Also, das schon, bestimmt. Also, schade. In Amerika ist 35 für einen Präsidenten. Aber vielleicht kann man zwei Neunjährige da hinsetzen. Stimmt. Die sind ja zusammen 18. Ja. Das wäre witzig, auf der Regierungsbank. Dann werden die ganzen G8s auch G9s. Einfach weil wir zwei Leute stellen. Geil, 9. Ja. Hast du nicht noch eine Quizfrage übrig? Stimmt, ich habe noch eine Quizfrage übrig. Wir sind auch schon jetzt fast am Ende. Es ist schon fast eine Stunde. Finale. Vielleicht machen wir auch noch, ich würde sagen, machen auch bei Hörerwünschen die Playlist voll, oder? Machen einen thematischen Song rein. Du willst nur Falco reinhauen. Habe ich schon drin. Also ich hätte einen, aber ich muss gucken, ob es den auf Spotify gibt. Letzte Frage, auch sehr witzig und sehr weird. Das Tragen von Adelstiteln ist seit 1919 verboten. Hashtag Adelsaufhebungsgesetz. Welche Strafe erwartet man? 10 Cent? 10 Jahre Gefängnis? Oder 10 Generationen Arbeitslager? Was war das letzte Arbeitslager? 10 Generationen Arbeitslager? Bist du bescheuert, Alter? Also das wäre richtig. Wieso cool. Ich? 10 Cent. Also das ist so absurd, das könnte schon sein. Also ich sag 10 Cent, dass das echt affig ist. Okay. Aber es könnten aber auch 10 Jahre sein. Also 10 Generationen Arbeitslager, das hast du dir noch nicht ausgedacht. Aber das klingt halt... Als 10. Wenn du dir einen Adelstitel gibst, oder was? Genau, wenn du den trägst. Aber wie trägt man den denn? Nein, du trugst den aus und... Schreibst den irgendwo hin und dann fertig. Trägst ihn so rum. Also ich frage mich halt, wie trägt man den, wenn der eh nicht anerkannt wird? So. Naja, also. Ich weiß auch nicht, wenn man sich damit vorstellt, wenn man den Imperium hat. Ich weiß nicht genau, das habe ich jetzt nicht nachrecherchiert. Auf jeden Fall ist es ein Gesetz. Adel ist da verboten. Ja, dann sage ich auch 10 Cent. Keine Ahnung. Doch.
Und es stimmt 10 Cent. Okay. Ja. Ich glaub, da fand es das gar echt. Für es auch gab, wiederholen, wenn du jetzt zweimal hintereinander sagst, ich bin Herr von und zu Österreich. Doch, es gab Urteile 2001 auch so rum, da musste jemand 10 Cent bezahlen. Und das fand gut, ich so absurd, dass dieses Gericht sich damit beschäftigt hat. Das fand ich so absurd, dass ich gedacht hatte, komm, es ist noch witziger, ich mach's mal auf 10 Jahre und 10 Generationen Arbeitslager. Das ist so, also Kim Jong-un, Nordkorea-mäßig. Ja. Genau, daher ja, genau. Wusste ich, dass es daher das macht ja Österreich eigentlich nicht. Sehr nice. So, Leute. Ich habe tatsächlich einen Song. Ich habe ihn nämlich gefunden auf Spotify. Ja. Sepp hat gesagt, wir müssen alles anzünden. Das ist ein witzig. Brett aus Österreich. Sepp hat gesagt, wir müssen alles anzünden. Von Poet. Das ja? Ja, und der hat nämlich mal irgendeinen so österreichischen Wettbewerb gewonnen. Ah ja, okay. Und dann geht's so, so kommt so eine Melodie. Klingt witzig. Ja. Also Leute, es gibt eine Spotify-Playlist, die müssen wir noch in die Beschreibung packen und noch in die Linkfire-Geschichte. Könnt ihr aber auch suchen bei Spotify, und zwar heißt die Brennholz-Untermusik. Du, junger Mio, hast du auch einen ich hätte Titel? Gern, was willst du denn von Falco reinmachen, weil ich würde Vienna Calling reinhauen. Ich würde ganz Wien reinhauen. Dann, aber wenn du schon Falco hast, dann nee, ich möchte dir Falco nicht wegnehmen, aber das ist der, also ich finde, es darf auch bei Wien und Falco, also ist so. Da dürfen bestimmt auch zwei Songs über Wien dabei sein. Okay. Und zwar mache ich verschiedene Versionen. Ich nehme einfach jetzt die vom Album, die erschienen ist. Zur Playlist hinzufügen, Brennpunkt Unterholz. Und Dork Falco finde ich gar nicht schlecht. Und Vienna Colli. Also ich muss jetzt mal ganz schnell noch eine Person anrufen, die hier irgendwie noch mal einen Song von den White Stripes reinwünscht sich. Voll gerne. Haben die auch einen Song über Österreich? Nein. Muss auch gar nicht sein. Dann kannst du auch sagen, du machst einen Song... Ich habe Sepp hat gesagt, wir müssen alles anzünden. Ja. Und das ist sehr gut. Cool. Ihr dürft auch ganz gerne in die Kommentare reinschreiben bei YouTube und so, was ihr von Österreich denkt, wie ihr die findet. Ich sehe die Kommentare leer bleiben und das zu Recht. Denke auch. Oder Songs, die ihr gut findet über Österreich. Sagt mir bitte, wie Hoppel Poppel heißt. Ich finde, es war ein schöner Österreich-Exkurs. Der sollte in der Schule gezeigt werden, wenn es um die Geografie geht. Definitiv. Ja. Schön animiert und das dann immer als Film darstellen in Geografie. Es macht ja auch Kurt Mirror mit dem Harry Podcast. Da gibt es ja auf YouTube auch noch so, nicht animiert, aber mit so Bildern immer dazu, dass man dann sieht, über was sie spricht. Ja, das macht sie ja selber. Über uns wäre es auch ziemlich geil, wenn jemand das machen würde. Immer das bebildern, was wir so labern. Hm. Sehr witzig. Der Aufwand. Ich mach das nicht. Macht keiner. Leute, don't. Hast du nicht Zeit und Lust? Ja, es wäre schon geil, aber das ist ja echt krasser Aufwand, ey. Das stimmt. Ja. Dann beenden wir es. Es war der Österreich-Podcast. Wenn ihr auch noch Hörerwünsche habt, gerne einreichen. Wir haben noch einen mit kultureller Aneignung in der Pipeline. Wir haben auch eine Person angefragt, die betroffen ist, die Lust hat mit zu quatschen. Die eignen wir uns an für unseren Podcast. Genau. Vielen Dank, Mio, fürs Dabeisein als Österreich-Experte. Gerne, wir haben viel gelernt. Ja, total viel. Du hast, glaube ich, öfter richtig gelegen bei den Quizzes als ich. Und ich wusste, dass Wiener Schnitzel aus Kalbfleisch, also nicht aus Schweinefleisch ist. Stimmt, ja, stimmt. Also ich finde, es reicht eigentlich, um ein Österreich-Experte zu sein. Reicht aus. Ja. So, Sepp hat gesagt, wir müssen den Podcast beenden. Geil. Ich glaube, dieser Sepp ist Sepp Astian Kurz. Denn dieser Podcast war nicht lang. Aber das ist auch okay so, denn Österreich, also kommt. Ist auch nicht sehr groß. Ist alles gesagt zu. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Die Musik, hörst du die? Ja, es ist nicht die österreichische Hymne, weil da werde ich gecopyright-claimed. Haben die eine Stimme? Was haben die denn für eine? Haben die sowas? Stimmt. Ich kenne die gar nicht, die österreichische Hymne. God save the Queen. Amadeus. Das heißt jetzt God save the King. Ja, stimmt. Tschüss. Tschüss. God save the Bundeskanzler, müssen wir eigentlich haben.